Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, FM19 von Sega. Das muss ich dazu sagen, denn ich werde gleich mal ein bisschen um mich hauen, ja? Kommentare wie: Junge, du heulst ja nur rum, zock doch einfach den Kiddie FM von EA, wo du mit jeder Mannschaft in 2 bis 3 Saisons die Champions League gewinnst. Und ich denke, du sollst dir ein paar Let's Plays anschauen von erfahrenen FM-Spielern. Tja, die Person schreibt mir nichts mehr. Warum schreibt mir die Person nichts mehr? Sie hat 2 Fehler gemacht. Sie nannte mich Junge, ich bin 43, und sie geht davon aus, mich zu kennen und zu wissen, was ich tue. Also, ich habe 2 Wochen vor Release angefangen, jede Menge Tutorials, Videos und so weiter zu gucken zum Football Manager von Sega. Des Weiteren bin ich kein Fanboy vom EA Manager, sondern ich habe lediglich gesagt, die Bedienbarkeit oder die Übersicht in diesem Sega Manager ist nicht so dolle. Die war bei EA besser. Was ja stimmt. Ich habe aber auch gesagt, die Match Engine und was ich hier auswählen kann an Vereinen und was die Engine verarbeitet, ist im Sega Manager besser. Das nennt sich Objektivität. Objektivität bedeutet, man kann Kritikpunkte in jedem Spiel benennen, ohne ein Fanboy von dem anderen Spiel zu sein. Das kriegen aber manche Fanboys vom Sega Manager nicht hin, sondern jedes Argument, was du mal sagst, was hier schlecht ist, ist sofort ein Punkt drunter zu schreiben: Ja, dann zock doch den EA-Manager, ey, dann lass es doch bleiben, ey, du hättest mal ein bisschen länger spielen sollen. Versteht mich nicht falsch. Ich lasse mich ein auf diesen Manager. Ich bin bereit, diesen Manager zu lernen. Ich habe sehr viel Zeit in den letzten 3-4 Wochen in diesen Manager investiert. Und da meint einer, der ein Video von mir sieht, wo es vielleicht nicht so tolle läuft und wo ich dann vielleicht mal ein bisschen Kritik loswerde, direkt schreiben zu müssen: Ey Junge, dann lass es doch bleiben, dann zocken EA-Manager. Wäre ich mit dieser Einstellung damals an den EA-Manager rangegangen, hätte es niemals ein Let's Play von einem Fußballmanager gegeben, weil ich habe Wirtschaftssimulation gespielt und hatte mit Fußball nada am Hut. Nix, nada, null, nothing. Und da es keine guten Wirtschaftssimulationen gab, kam ich zum EA Manager, weil da drin ein Wirtschaftsteil war. Und ich habe alles dem Computertrainer überlassen, was mit Training und Spiel zu tun hatte. Dann habe ich gelernt, wenn ich das mache, dann schneide ich zu schlecht ab. Wenn ich zu schlecht abschneide, fliege ich aus dem Verein, obwohl ich den 50 Millionen im Jahr einbringe. Also fing ich an und habe Tutorials gelesen, wie ich die Spieler besser machen kann, wie ich Taktiken gescheit einstellen kann, wie ich schaffe, mit der Mannschaft zu gewinnen. Und ich habe den EA-Manager überall auf schwer gespielt. Dann siehst du dir ein Video an, wo einer einen EA-Manager schlecht macht. Der spielt ihn auf normal. Ja, wenn ich den auf normal spiele, sind natürlich Dinge anders, wie wenn ich den auf schwer spiele. Also ich habe den schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und er hatte seine Macken. Er hatte mehr als eine Macke. Von der Regelumsetzung, die falsch war, bis keine Ahnung was. Ich habe den auch nie in Schutz genommen. Ich habe den genauso kritisiert. Ja? Darum geht es auch gar nicht. Und jetzt spiele ich seit 3 Tagen diesen Manager und privat spiele ich den ebenfalls, um reinzukommen. Und dann wird mir unter dem 2. Video schon geschrieben: Alter, lass es bleiben. Ja, wenn ich so schnell aufgeben würde, da gibt es ja nicht mal einen YouTube-Kanal. Wirklich, was erwartet ihr? Perfekt geboren zu werden? Man lernt nur aus Fehlern. Man lernt nur aus Fehlern. Deshalb mache ich hier alles selbst und gebe nichts ab an einen Co-Trainer oder sonst irgendwen. Weil sonst mache nicht ich Fehler. Und nur wenn ich Fehler mache, sehe ich, was der Fehler war.
So, das wollte ich mal als Statement vorne weghauen, weil manche Leute raffen es einfach nicht, ja? Ich hab kein Problem damit, ey. Wenn es euch nicht gefällt, wie ich das spiele, klickt oben das X im Browser, geht auf einen anderen Kanal, der es toller macht, geht zu irgendeinem, der ein absoluter Guru ist. Übrigens, mal zu den absoluten Gurus, ein kleines Kommentar. Da gucke ich einen aus England, 40.000 oder 50.000 Abos auf dem Kanal, Football Manager ohne Ende. Ey, ich sage nichts dagegen. Der hat sich die Abos verdient, weil der ist sehr, sehr unterhaltsam. Wirklich. Also es ist genial, dem zuzugucken, macht sogar mir Spaß. Aber, ey, der macht dieses Jahr zum ersten Mal alles selbst. All die Jahre hat er alles automatisiert. Von der Pressekonferenz, übers Training, über die das Einzige, was der gemacht hat, war ein paar Klicks in der Taktik und Spiel angucken. Das ist für mich, dann brauche ich kein Spiel mehr spielen. Also, versteht mich nicht falsch, ich kann auch alles automatisieren, kann mir nur die Spiele angucken. Ich will das Spiel lernen und ich will in dem Spiel alles lernen. Ja, und dazu muss ich auch überall Fehler machen können. So. Ich habe übrigens einen kleinen Screenshot gepostet und der Community, könnt ihr gerne mal gucken, ja, von meiner wirklich schlechten Vorbereitungsphase beim BVB. Das zeigt schon, wie mies ich wirklich, also ich bin gar kein guter Manager. Ja, ich habe sogar einen Unentschieden hinbekommen. So, was wollte ich machen? Ich habe gestern was angeklickt und habe es dann verhauen. Übrigens, ich hatte den Schriftgrad geändert. Das kann man machen, wenn einem das hier so klein ist. Kann man hier die Schriftgröße ändern auf 125%. Aber was mir dann aufgefallen ist, wenn ich das mache, ja, verwerfen, wenn ich das mache, dann gibt es Fenster, wie zum Beispiel, wenn ich den hier angucke, da sehe ich das hier nicht gescheit, das hier, es ist alles gequetscht. Das heißt, für diese Schriftgröße ist der Manager optimiert. Und deshalb lasse ich diese Schriftgröße auch drin, weil anders sieht's für, also anders kann ich mir das nicht mehr angucken, ohne dass ich es würgen bekomme. So, aber nichtsdestotrotz wollte ich unter Trainingsfrei, genau, wollte ich hier noch einstellen, dass die Jungs ein bisschen anders trainieren sollen. Bin hier noch am Überlegen, ob halbe Intensität oder normale. Na, ich kämpfe gerade ein bisschen. Also ihr seht auch hier unten, was das für eine Auswirkung hat, ne? Physio-Empfehlung ist übrigens hier doppelte Intensität, das finde ich interessant. Und hier halbe Intensität, das ist Physio-Empfehlung. Weil die sind müde. Okay, also das heißt, das einfach nur so einzustellen hier oben ist vermutlich nicht ausreichend. Das ist mal so eine Grundphilosophie, aber wir müssen dann hier eventuell müssen wir dann selbst eingreifen, wo es nicht hinhaut. Gut, wir wollen ja keine Verletzungen. Medizinische Abteilung passt das so genau. Übrigens in der Mannschaft, ich habe da gestern mal ein bisschen rumprobiert. Die hier will ich übrigens nicht. Warum er die hat, weiß ich nicht. Ich habe gestern mal ein bisschen rumprobiert und habe mir da mal eigene Layouts gebaut, wo ich dann auch so Dinge dann direkt sehen kann. Was ist die gute Position? Wie groß ist der? Ja, wir haben zum Beispiel hier Innenverteidiger. Wenn die dann ein bisschen kleiner sind, dann wissen wir schon mal, dass die nicht so das Kopfballgehen haben. Weil die müssen dann eine richtige Sprungkraft haben, damit sie überhaupt an den Ball kommen. So ein 1,91er, der kommt da leichter dran wie ein 1,85er. Und dann könnte man sich auch überlegen, ob man da erstmal Leute aufstellt, die auch eine entsprechende Höhe haben in der Innenverteidigung. Um dann auch die Bälle abzufangen. Weil wenn ich mir den hier angucke, hier das Verteidiger, Zentrale, rechts,
soweit ich weiß, der ist nur 1,83 groß. Das heißt, wenn der springt, der braucht eine sehr gute Sprungkraft, dass der da oben überhaupt in den Ball kommt, wenn der in der Luft ist. Und wenn da ein 1,95er Stürmer nebendran steht, dann sind das schon, nichts Falsches sagen, 12 Zentimeter Unterschied. Also die eher mehr springen muss wie der andere, um an den Ball zu kommen. Also nicht so dolle, wenn die Innenverteidiger so klein sind. Deshalb habe ich mir das hier mal eingestellt. Da sind auch so ein paar Sachen dabei wie Verletzungsrisiko. Das habe ich dann noch weitergemacht, wo ich dann hier hinten Vertragsende sehe und so weiter, wo ich dann gucken kann, ob mir ein Vertrag mit diesen Leuten in Zukunft noch zusagt. Oder ob ich sage, nee, der ist eh 29 und ich habe in dem Bereich eh zu viele Leute und der ist eh schon, ja, dann können wir den eventuell abstoßen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch gelernt, oder ich habe auch gelernt aus Kommentaren, die hier, die kriegen wohl einen Spielplan. Wo haben wir den Terminplan? Und der kommt noch, hat man mir gesagt. Und hier, da kommt wohl, ja, die spielen einfach, ohne dass da was kommt. Wer wohl neu in diesem Fußballmanager? Gut. So, für die hier müssen wir noch ein paar Freundschaftsspiele arrangieren. Liegt daran, dass die fit sein müssen, wenn die Saison losgeht und wenn die halt gar nicht trainieren. Und dann kriegen wir da ein Problem. Ich glaube, die lassen wir Mittwoch und Samstag, wie eigentlich die erste Mannschaft spielen sollte. Wobei Samstag ist da doof. Der spielt die erste Mannschaft. Machen wir die Sonntag. Das heißt, ja. So, Vereine aus der Region. Lassen wir mal gegen gleichwertige Gegner spielen. Ich meine, das sind eh alles U18-Mannschaften, denke ich mal, die wir hier auswählen. So, dann bestätigen wir das mal. Da haben die zumindest schon mal ein paar Testspiele, dass die auch ein bisschen Spielpraxis kriegen, bevor es dann hier losgeht mit der dritten Runde des FA Youth Cup. Ja? Sonst kommen die dort an und haben überhaupt nichts an Spielpraxis. Und das ist immer schlecht. So, wir machen mehrere Freundschaftsspiele. Wir machen da noch ein paar. Wir sehen die eh nicht. Wir müssen die nur einstellen, weil wir machen alles selbst. Ja, das ist halt eine Grundphilosophie von mir, ist, wir machen alles selbst. Das heißt, ich mache auch die Pressekonferenzen. Alle selbst. Haben wir nicht noch irgendwo was? Gott, ey, jetzt wird es aber echt übel. Mit sehr geringer Reputation hier. Jetzt ist egal. Hauptsache, die kicken irgendwo rum. So, und die müssen eigentlich bis November müssen die... Ach du lieber Himmel. Ja, lassen wir das erstmal so. Ich mache da vielleicht noch ein paar rein, dann offscreen. Ich will das jetzt auch nicht hier zu lang treiben. Wir sind schon wieder 13 Minuten hier drin. Davon waren 6 Minuten Erklärung von mir. Oder andere würden sagen Rumgeheule oder Rage. Und ja, ich weiß halt nicht, was ich mit denen machen soll. Also wenn die wirklich spielen, ist ja schön und gut, aber wäre es da vielleicht nicht besser, wenn ich da den einen oder anderen noch in die erste Mannschaft hole und dann ab und zu mal einwechsel? Wird ihm das nicht mehr bringen? Ah, ich weiß nicht. Werden wir rauskriegen. So, Transfers, Scouting. Wir warten noch auf Scouts. Das ist unser Terminplan. Da geht es jetzt bald los mit Freundschaftsspielen. Am 27.06. hoffe ich, dass das bestätigt wird, möglichst schnell, dass wir dann spielen können. Wiederkehrende Verletzungen hier, das sind die Jungs, die ein hohes Verletzungsrisiko haben. Das ist immer meistens wiederkehrend. Wenn es keine Wiederkehrenden gibt, und dann geht es meistens mit den Verletzungen.
Den Trainingsplan wollen wir mal ausprobieren in dieser Woche. Wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Um das Ganze natürlich bewerten zu können, sollten wir uns eventuell mal ein paar Spiele angucken, die wir dann auch danach bewerten wollen. Da ich Angriff und so weiter mache, würde ich sagen, wir gucken uns mal ihn hier an. Ja, und dann müsste ich da eigentlich mal einen Screenshot machen, weil merken kann ich mir das sowieso nicht, was wir denn am Schluss alles trainiert haben. Ich hoffe, das sieht man irgendwo. Vielleicht unter Trainingsleistung. Attributsverlauf. Das hört sich doch gut an. Da können wir dann sozusagen einblenden mit der Zeit. Wie der sich da entwickelt hat. Was ist das für ein Spieler genau? Ein pressender Stürmer. Dann tun wir das doch hier mal auswählen. Pressender Stürmer angreifen. So, das sind die Werte, die wir dann hier drin sehen wollen. Und dann merken wir uns Neil Maupay oder Maupay und dann gucken wir mal, wie sich die Woche auf den auswirkt, ob wir diese Woche schon was sehen können. Glaube ich nicht bei 20 Werten. Also wenn in einer Woche jetzt hier schon irgendwo ein Punkt hochgeht, dann wäre die Entwicklung zu einem Topspieler ja relativ schnell. Was mir positiv auffällt, ist, dass der extrem gut ist. Ja, wenn man bedenkt, dass 20 der Höchstwert ist. Das heißt, 20 ist ein Weltklasse-Spieler. Erste Liga sagt man ab 15. Ab 15er Werten kann man die nehmen. Und Zweitligaspieler, glaube ich, ab 11. Und der hat hier 13er Wert in Abschluss und Ballannahme. Also wir haben da einen guten Stürmer schon in der Mannschaft. So ist es nicht. So. Was man mir auch gesagt hat, war, und auf den Trichter bin ich auch schon gekommen, dass es nicht gut ist, wenn wir hier die Spieler anpassen, auf das, was sie können, sondern dass es besser ist, wenn wir hier praktisch Ballbesitz auswählen. Ja, warte mal, ich nehme erstmal, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ach komm, ich nehme sie doch alle raus. Scheiß drauf. So. Das Blöde ist nur, da haben wir den Jugendspieler, den wir mitnehmen wollten, die haben wir auch rausgeschmissen, ne? Weil eigentlich hatte ich die da mit reingewuselt. So, also was ich eigentlich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn ich das hier auswähle, dann hat der Stürmer hier zum Beispiel pressender Stürmer angreifen als Bedingung. Und wenn ich jetzt hingehe und unseren Stürmer anguck, der ist pressender Stürmerangriff, das heißt, das passt sehr gut zu uns und den hier Einsatz wird's grün. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich die Leute, also wenn ich die Position jetzt ändern würde, zum Beispiel auf einen Knipser, dass dieser Spieler da vorne sich wie ein Knipser verhalten würde, aber wir brauchen dort einen pressenden Angriffsstürmer. Also ihr versteht, was ich meine. Es ist ein Problem, einfach hinzugehen und zu sagen, klappt, setze ich ein, ist gut. Ja, so einfach ist es nicht. Wir brauchen hier zum Beispiel auch einen Torwart, der verteidigt. Da müssen wir auch mal gucken, wen wir hier als verteidigenden Torwart haben. Torwart verteidigen und Torwart verteidigen. So, jetzt ist die Frage, wer ist besser? Ich glaube, hier sehen wir sowieso generell alles am besten. So, dann wäre der hier besser, dann würden wir den hier einsetzen und dann passt das. Und der hier kann auch auf die Bank, weil der ein adäquater Ersatz wäre für ihn. Und so müssen wir jetzt unsere Positionen durchgehen, dass wir dann auch wirklich hier die Leute haben, die wir da brauchen.
Ja. So, das hier ist zum Beispiel BSV, also als bald spielender Verteidiger, glaube ich, heißt das. Hallo. Genau, bald spielender Verteidiger mit Verteidigen. Der ist relativ. Ich hasse das momentan, dass du die nicht gescheit ziehen kannst, hier so die Leute. Ja. Macht mir leichte Probleme. Und genauso ist es auch hier. Das ist ebenfalls ein bald spielender Verteidiger. So, jetzt könnte man es natürlich noch angucken, stimmen die Füße von denen? Ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ich will ja keinen haben, der Rechtsfuß ist. Wo stehen die Füße? Sehen wir die hier? Oder muss ich da hier noch rein, weiter reingucken? Starker Fuß nur links, da steht's. Hier steht's, starker Fuß nur links. Das heißt, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wer war das jetzt? Ich bin schon wieder total überfordert. Eigentlich wollte ich ja mal weiterblättern, ja. So, der hat rechts, der andere hat links. Also der hier, der Mefan, der hier, das ist ein Rechtsfuß. Das bedeutet, ist jetzt gut oder schlecht? Also bei Stürmern und Außen weiß ich es, bei Innenverteidigern, wie habe ich denn das da immer gemacht? Normalerweise, der starke Fuß war, glaube ich, zur Innenseite bei mir früher. Dass man besser decken kann, um den Ball rauszuspielen. Wir probieren es mal. Notfalls müssen wir die mal tauschen von der Seite her. Und so müssten wir jetzt hier die Mannschaft aufbauen und müssten uns praktisch für die eingestellte Taktik die entsprechenden Spieler suchen. So, das ist Verteidiger rechts, Flügelspieler. Seht ihr? Da gibt es nämlich Unterschiede. Das hier ist einer, der Außenverteidiger ist, der unterstützt. Und das hier ist ein Außenverteidiger, der angreift. Also, wir suchen einen Außenverteidiger, der angreift. Und einen, der unterstützt. Ich glaube, die haben wir nicht. Ist aber dann auch kein Problem. Rechts, Flügelspieler, der ist aber noch in Urlaub, ne? Ist ja auch noch so ein Problem hier. Ich glaube, wir können uns das auch anzeigen lassen, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, da sehe ich die Leute, die dafür am besten geeignet sind, sogar direkt. Aber der hier ist, wie gesagt, im Urlaub. Macht aber nichts, wir stellen die trotzdem mal auf. Ich glaube, so geht es sogar noch schneller, wenn wir hier auf das kleine Ding klicken. So, der ist verletzt, spielt aber auch keine Rolle. Ja, und jetzt haben wir eine interessante Situation. Jetzt wird mir hier nämlich vorgeschlagen, ein Spieler. Der hat aber eine ganz andere Rolle. Ich glaube, das ist auch bei dem anderen schief gegangen hier. Weil der ist nämlich Flügelverteidiger. Brauchen aber einen AV, der unterstützt. Also eigentlich eher den hier. Und jetzt springt er wieder um auf den. Dabei. Also, wir haben noch ein paar kleine Probleme. Ich bin ja mal gespannt, ob da nochmal ein Patch kommt. Das sind so ein paar kleinere Probleme. Ich habe den gar nicht ausgewählt. Ich klicke die ganze Zeit auf den. Jetzt hat es funktioniert. So, hier brauchen wir einen unterstützenden Flügelspieler. Also Flügel haben wir hier. Ob die unterstützen, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Und da braucht man einen IAS. Angreifer.
Der greift wohl an, der unterstützt wohl, also das passt eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir schon unsere Mannschaft sozusagen aufgestellt. Wir haben allerdings das Problem, dass zwei ihre Position noch nicht so wirklich beherrschen. Die müssen wir da noch reintrainieren oder eben einen anderen Spieler aufstellen, der da besser drauf passt. Also das passt. ZSM verteidigen. Tut der nicht? Tut der das? Ja, das Problem ist, wir sehen das nicht genau, was das für ein Spieler ist. Wir versuchen es mit dem und wir gucken uns den gerade mal an. Wo sind wir denn zu Hause? Ja, da müsst ihr dabei stehen. Das ist ein zurückgezogener Spielmacher verteidigen. Das kann er eigentlich sehr gut. Steht hier, beste Rolle und Aufgabe. Das ist hier auch die Rolle und Aufgabe. Ist aber nicht komplett grün, komischerweise. Ja, für ihn brauchen wir noch Ersatz. AV-Angriff. Probieren es mal mit Konzer, aber der ist verletzt. Das, Moment, wieso? Ich sag, wir versuchen es mal mit Konzer. Wo ist das Problem? Warum muss er da wieder umspringen? So, das ist eigentlich, das ist ein ballspielender Verteidiger verteidigen und kein Außenverteidiger angreifen. Also es ist eigentlich der falsche Spieler. Dann versuchen wir es mal mit dem, Clark. Was ist er? Er ist eigentlich Flügelspieler unterstützen. Also gehört da auch nicht hin. Ist ja eigentlich auch ein OMR. Es wird immer besser. Er ist, wie gesagt, verletzt, der andere ist in Urlaub. Was echt doof ist. Dann muss er da wohl erstmal durch. Er ist zumindest mal ein Verteidiger. Müssen wir halt einfach mal mitleben, aktuell. So, dann brauchen wir noch andere Verteidiger auf anderen Positionen. Ich setze da jetzt einfach mal die Leute an, die noch da sind. Was ja auch nicht so wirklich umfangreich ist, hier mit unseren Verletzten und Urlaubern. Und es ist halt, wie gesagt, also ich meine, ich lerne täglich dazu und ich versuche dieses Wissen an euch weiterzugeben. Ich glaube, ich mache jetzt hier zum 300.000. Mal oder so meine Mannschaftsaufstellung und jedes Mal mit einem neuen Wissen doch anders, wie sie war. Ja, und ich versuche das halt einfach mal weiterzugeben auch an euch, weil ich meine, ich finde das halt auch traurig, wenn du bei einem zuguckst, der wirklich voll die Ahnung hat, sind wir doch mal ehrlich, wie läuft das Ganze denn ab? Das läuft doch immer so ab, der klickt da drin rum, da geht das zack, 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 der erklärt dazu nichts, der stellt das alles ein, dann drückt er auf Spielen, gewinnt 4-0, freut sich wie ein kleines Kind und ihr habt keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich meine, was soll mir das bringen, einem zuzugucken, der den wirklich gut beherrscht, den Fußballmanager, und da einfach wild drin rumklickt. Ja, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich meine, ich kenne Leute, nur mal um es vorzumachen, ich kenne Leute, die sind hier und dann sagen die hier und dann aha, aha, okay, dann gucken sie da, okay, dann Verein, okay, dann wieder Teamplanung, okay, 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 dann ins Training, zack, 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 dann in der Geschwindigkeit. Ich habe gar nicht die Fähigkeit aufzunehmen, was der in dieser Zeit alles tut. Ja, ich brauche da eben Zeit für, weil ich bin neu. Und ich muss mich da zurechtfinden. So, Standardsituation. Da haben wir, glaube ich, Leute, die das können. Hoffe ich zumindest. Kapitäne haben wir auch eingestellt.
Die gegnerischen Anweisungen, die sind vielleicht ein bisschen übertrieben von mir. Also ich glaube, die müssen wir nicht eng Mann decken hier. Also den Außen. Die Außen vermutlich schon. Nee, eigentlich brauchen wir die nicht Mann decken. So, das ist nämlich auch was, was ich mir nochmal angeguckt habe. Also es gibt Leute, die brauchst du einfach nicht eng Mann decken, weil die spielen keine Rolle in dem eigentlichen Spiel. Ja, weil das zum Beispiel Verteidiger sind, die überhaupt nicht großartig angespielt werden. Eng Mann decken musst du eigentlich Leute, die angespielt werden. Sowas wie die Außenspieler, die offensiven Spieler und die Stürmer, die musst du Mann decken. Ein Innenverteidiger brauchst du nicht Mann decken oder ein Torwart. Da stehst du dann praktisch nur die ganze Zeit bei dem und wunderst dich, dass nichts passiert. Ist ein Spieler aus dem, also praktisch rausgenommen. So, intensives Pressing machen wir allerdings schon auf den Torwart. Wenn der den Ball hat, sollen die da drauf gehen wie nix. Genauso bei den Verteidigern. Auch die Außenverteidiger sollen gepresst werden. Defensiv auch. Also alles Leute, die praktisch angespielt werden, also die Leute anspielen würden, nicht die angespielt werden, sondern die anspielen würden, die pressen wir halt, damit die halt einen Fehler machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man Offensivspieler pressen sollte. So, wir tackeln alle normal. Es sei denn, das ist gut. Ich bin ein bisschen vorsichtig immer mit dem Tackeln von Stürmern, weil wenn du die im Strafraum zu hart tackelst, dann gibt es einen Elfmeter. Ich sag mal hier im Mittelfeld, die können wir mal ein bisschen härter angehen. Und auf dem falschen Fuß zwingen tun wir eigentlich auch alle, die zwingen wir alle auf den schwachen Fuß. Die Flanken schlagen, die Pässe spielen, die aufs Tor schießen. Die wollen wir alle, dass die mit dem schwächeren Fuß schießen, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die den Ball komplett verhauen, dass der halt ab durch die Mitte geht und nicht dorthin, wo er hin soll. So, Analysen brauchen wir auch nicht machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt weiterblättern können oder nicht, ob ich alles gemacht habe. Ich meine, es wird Zeit, nach 30 Minuten jetzt im vierten Part, wo ich immer noch hier rumdrück's. Ich will gerade nochmal im Training in die Trainingsgruppen reingucken. Den haben wir da, den haben wir da. Wo haben wir denn die Aufstellung? Hier. Wir haben ja noch Luft nach unten. Wir haben hier noch 2 bis 3 Plätze frei. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal hier auf U23 und U18. Und dann, hallo, ich würde den gerne ziehen, danke. Dann holen wir uns den hier rein. Dann holen wir uns den hier rein. Und haben wir noch irgendwie ein außergewöhnlich großes Talent? Wir haben hier noch richtig gute Leute, aber die sind halt alle verletzt, oder? Ich meine, der hier könnte ein richtig guter Innenverteidiger werden. Vorstopper. Ich wollte den nicht so anklicken. Ich wollte den hier reinziehen. So, ist aber auch immer ein mittleres Drama. So, das haben wir. Dann haben wir da unsere Mannschaft. Der können wir dann auch erstmal arbeiten, denke ich. Und dann soll man es nicht glauben, drücken wir echt mal auf Fortfahren.
geht ja auch einen ganzen Tag weiter. Ja, das ist so, Saisonziel. Da wird man gefragt, was wir machen. Wir wollen uns platzieren in der oberen Hälfte, vierte Runde erreichen, dritte Runde erreichen. Das ist Minimalziel. Ich würde sagen, wir bestätigen mal das Minimalziel. Dann kriegen wir hier eine Einführung ins Training, die wir ignorieren. Ja, weil ich hab das alles schon gemacht in meinem privaten Spielstand. Deshalb brauche ich das hier nicht mehr machen. Bevor noch einer auf die Idee kommt und sagt, wie willst du dich hier auch zurechtfinden, wenn du alle Tutorials wegklickst? Ich habe die alle schon gemacht. Das ist also nicht so ohne. So, Social Feed, da ist jede Menge Zeug für mich abonniert worden. Einladung, Freundschaftsspiele angenommen. Auch die haben angenommen. Da zahlen wir mehr, als wir kriegen. Hier zahlen wir weniger, als wir kriegen. So, hier zahlen wir weniger, als wir kriegen. Hier weniger. Hier machen wir auch Gewinn. Also wir haben ein paar Freundschaftsspiele, das ist schon mal gut. Das heißt, es müsste bald auch Freundschaftsspiele geben. Wo haben wir den Kalender, Terminplan? Die sind jetzt bestätigt. Und jetzt geht es eigentlich auch schneller voran. Ja, die Einstellungen sind gemacht. Ich kann jetzt hier nicht jeden Tag nochmal so viel einstellen. So, Änderungen am Trainingsplan. Jetzt hat er mir meinen Trainingsplan für die Woche verhauen oder was, weil... Ja, super. Dann machst du einen Trainingsplan. Ausdauer, 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 Schnelligkeit, 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 Kraftraum. Ja, und dann kommt hier ein Spiel rein, dann hast du hier Spielvorbereitung mit Reise hin und Reise zurück. Du kannst vor und nach dem Spiel auch nichts mehr machen an... an Training. Das ist natürlich sehr gut, ja. Alter Schwede. So, das hier ändern wir ab. In Spielvorbereitung, Spielanalyse. Und das hier ändern wir auch ab. In Spielvorbereitung, Spielanalyse. Das heißt, wir bereiten uns auf das Spiel vor, wir spielen das Spiel und wir analysieren das Spiel auch noch an dem einen Tag nach dem Spiel, um zu gucken, wie es gelaufen ist. Weil sie da vielleicht noch was lernen wegen ihrer Vertrautheit in dem System. So, auch hier sind Änderungen gemacht worden, wegen Zusagen. Aber da hatten wir ja eh noch keinen Trainingsplan drin, von daher passt's. So, Kaderatmosphäre zwischen den Spielern, starke Atmosphäre, hat sogar zugelegt ein bisschen. Also die hat richtig einen Push gekriegt und ist sehr gut. Unterstützung für den Trainer ist auch gut. Und ja, wird schon werden, denke ich. So, Training. Da sind wir gut zusammen, individuell. Monitoring. Hier, dass ich praktisch eine Willkommensgruppe aufmache, wo ich jemanden dazustecke, der sonstiger Spieler ist, zu einem einflussreichen Spieler, der aus der sonstigen Gruppe in die Kerngruppe vordringen soll, das hängt damit zusammen, dass ich einen Beitrag gelesen habe im Steam-Forum über das Training von einem Sports Interactive-Mitarbeiter, der dort ein Tutorial gemacht hat über das Training. Da habe ich das auch kapiert, wie man die Einheiten hier sehen muss. Also das heißt, wenn ich hier draufklicke, dass es dann physisch für alle Spieler Team Schnelligkeit ist. Und wenn ich hier draufklicke, physisch für alle Spieler zwar auch was ist, aber halt nicht die Schnelligkeit in dem Fall, sondern einfach nur ja so ein Training. Und also praktisch für die Gruppen hier. Verteidigung, ja, Defensiv, Angriff, Torwart, Spiel, das hat mit den Trainingsgruppen zu tun. Das habe ich alles von dort, ja, weil ich meine, ich bin, wie gesagt, ich bin ja am Lernen. Es fällt ja nichts so aus dem Himmel. Das muss ja irgendwie erlernt werden. Auch die neuen Features. So. Ja, Einführungsmannschaftsgefüge. Das sieht eigentlich recht gut aus. Was muss ich beantworten? Stellen Sie sich dem Kader vor. Haben wir das noch nicht gemacht?
Da sind einige happy, dass sie hier sind. Okay, das ist sehr gut. Ich wollte die Gelegenheit beim Shot-Verpacken machen, war, wie reden man da, ruhig oder bestimmt? Ich rede mal bestimmt und wollte mich mal als Trainer vorstellen. Kommt schon mal gut an. Was ist unser Ziel? Obere Tabellenhälfte? Ich habe unser Ziel schon wieder vergessen. Das ist immer das Drama da dran. Wenn ich jetzt hier rausgehe, breche ich es, glaube ich, ab, oder? Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich hier... Muss man meine Ziele nochmal angucken. Saisonziel. Das ist jetzt blöd, weil die stehen jetzt hier nicht mehr. Ja, ist egal, komm. Ja, dann sagen wir bestimmt, dass unsere Chancen doch gut sind, in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen. Auch das finden die sehr gut. Und das ist natürlich, sagen wir, leidenschaftlich. Das ist genau die Reaktion, auf die ich aus war. So, und da gehen schon einige richtig moralmäßig nach oben. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. So, da haben wir das auch hinter uns, mit der Mannschaft zu sprechen und uns dort mal vorzustellen. Dann machen wir mal wieder einen Tag weiter, beziehungsweise wir machen weiter, es ist ja kein Tag. Es läuft irgendwo auch Zeit, die wir nicht sehen. Hier oben, wir haben 22.15 Uhr am 25. Also das heißt, wir sind immer noch am 25. Wir sind keinen Tag weiter. So, was haben wir hier? 3 Jahre bei einem Verein, Eigengewächse des Landes. Das heißt, die Leute sind jetzt alle von uns Eigengewächse, sehe ich das richtig? Weil sie entsprechend lange im Land ausgebildet wurden. Okay, Spielvorbereitung. Ist schon recht bekannt. Das trifft sich gut. Und der Trainingsplan für Bedford U18 ist auch eingerichtet. Da haben wir auch Trainingsspiele drin. Und jetzt sind wir einen Tag weiter. Herzlichen Glückwunsch. So, verfügbare Spieler der ersten Mannschaft für das U18-Spiel. Wieso sind die ganzen Spieler... Es steht keiner zur Verfügung für das U18-Spiel von denen. So einfach ist das. So, Verletzungsberichte, die kennen wir, die fallen lange aus. Update zum Verletzungsrisiko. Das haben wir auch alles schon gesehen. Wir treffen mit den Medien aufeinander. Tja, also auch das Spiel will nicht, dass ich euch ein Spiel zeige. Wir nehmen mal an der Pressekonferenz teil, weil, naja, wir müssen uns ja irgendwie mal vorstellen. Hallo Nick, was sind Ihre ersten Gedanken bezüglich der Übernahme des Jobs bei Brentford? Da antworten wir ruhig drauf. Ja, ich freue mich drauf, es gibt viel zu tun. Sagen wir da einfach mal. So, ich habe das Gefühl, dass Ihre Ziele mit denen des Präsidenten übereinstimmen. Auf jeden Fall. Ich habe keine Zweifel, dass der Präsident das Beste für den Club machen möchte. Ich setze die Persönlichkeit an der Spitze. Haben Sie das Gefühl, dass die Erwartungen in dieser Saison an Sie fair und realistisch sind? Tja, ich bin sehr glücklich mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Jeder im Verein will sein Bestes geben, vor allem voran ich. Das ist so eine neutrale Antwort, finde ich, ehrlich gesagt. Was hat Sie an Brentford gereizt? Ja, das waren die einzigen, die Ihnen einen Job gegeben haben. Ne? Könnte man natürlich auch mal sagen. Na, das ist ein bisschen übertrieben, dass ein großer Verein das Interesse von jedem wecken würde.
Es ist ein Privileg, eine Fußballmannschaft trainieren zu dürfen. Und ich wäre verrückt gewesen, dieses Angebot abzulehnen. Ich glaube, das ist die beste Antwort für die Liga, in der wir rumkicken. Sie haben diesen Job angenommen, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. Sehen Sie Sprachbarriere als Hindernis. Das ist natürlich echt selten doof. Ich muss noch mal gucken. Ich muss irgendwo mich noch Englisch lernen können. Ich bin geneigt dazu, diese patzige Antwort zu geben, aber ich glaube, das gibt ein Eigentor. Ah, ich mache mir da keine Sorgen. Fußball ist eine universelle Sprache, sage ich ganz einfach. Hat diese Mannschaft die nötige Qualität, um ihre Ziele zu erreichen? Einer der Gründe, warum ich so interessiert daran war, hierher zu kommen, ist die Qualität der Mannschaft mit Sicherheit nicht. Grundvertrauen in die Fähigkeiten meiner Spieler. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das ist natürlich eine gute Frage für einen Trainer. Ein Trainer, der ankommt und sagt, ich habe noch keine Ahnung von meiner Mannschaft. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich weiß auch nicht, ob ich vom Transfermarkt sprechen sollte beim ersten Meeting. Wir sagen, wir haben ein Grundvertrauen in die Fähigkeiten unserer Spieler. Haben Sie die Spieler schon getroffen? Und wenn ja, wie ist die Stimmung im Kader? Sie freuen sich auf einen Neuanfang und die Möglichkeit, unter einem neuen Trainer arbeiten. Alle sind sehr optimistisch. Vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ja, das hört sich gut an. Die Öffentlichkeit will darauf eine angemessene Antwort von Ihnen hören. Was hat sie an Brentford gesagt? Das haben die doch schon gefragt. Hatten Sie irgendwelche Bedenken, den Job anzunehmen? Nicht wirklich. Ihr merkt's ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel und spiel's trotzdem. Also ich hatte nicht wirklich Bedenken, weil so viel Erfahrung, denke ich, habe ich dann doch schon in anderen Fußballmanagern gesammelt, dass wir das hier hinkriegen. Ja. Nicht wirklich, obwohl ich nicht so naiv bin zu denken, dass es wie in jedem Job neben den guten keine harten Zeiten geben wird. Das ergibt keinen Sinn, der Satz. Ja, Sie sollten den Vorstand fragen, ob er Bedenken hatte, weiß ich nicht. Am Schluss setzen die dem Vorstand irgendwas in die Ohren. Um ehrlich zu sein, habe ich die Chance direkt ergriffen. Man bekommt nicht jeden Tag die Gelegenheit, zu einem Club Brentford wechseln zu können. Ja, sagen wir auch. Welche Rolle können die Fans dabei spielen, diesen Club voranzubringen? Die Fans werden eine große Rolle spielen. Sie werden zahlreichen Stadien kommen. Wind und Wetter hinterherreisen. Genau die Unterstützung geben, die wir brauchen. Sagen wir das einfach mal, das ist ein Kloppo-Spruch. Wie weit können Sie diesen Klopp entwickeln? Sind die irgendwann nochmal fertig mit Fragen stellen? Also die Presse ist ja teilweise echt nervig, ne? Ich möchte diesen Verein zu langfristigem Erfolg verhelfen. Soweit es unsere Leistungen zulassen. Welchen Einsatz erwarten Sie von Ihren Spielern auf dem Trainingsplatz?
Du musst hart für deinen Erfolg arbeiten. Mindestmaß an Einsatz. Wir müssen bereit sein, hart zu arbeiten. Ja, so, das ist rum. Sehr schön. So, wir treffen auf Medien. Dann gibt's hier Zusammenfassung der Ratschläge für Spielerberichter. Der hier soll von der U18 in die U23, weil er dem U23-Kader nützlich sein könnte. Da wissen wir immer noch nicht, ob die wirklich spielen. Ja, den hoch zu befördern und dann in der Jugendmannschaft zu fehlen, ist auch nicht gut, wenn er in der U23 überhaupt nicht spielt. Respekt von den Spielern aufgrund von positiven Beziehungen. Also da haben wir schon geschafft, dass die uns mögen. Das sind Jugendspieler, glaube ich, ne? Die Potenzial haben. Der ist 19. Flügelverteidiger verteidigen. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Inverser Außenstürmer. Mitspielender Torwart verteidigen. Ja, danke für die Info. Machen wir weiter. Ja, das ist unser Presseecho sozusagen. Frei will an die Arbeit gehen. Genau das haben wir ja gemacht. Ich freue mich darauf loszulegen. Es gibt viel zu tun, aber ich bin stolz darauf, die Gelegenheit bekommen zu haben. Ja. Da haben sie einen guten Satz ausgesucht. Manchmal gibt man Interviews, da kommen dann Sätze raus, wo du denkst, das habe ich doch so gar nicht gesagt und gar nicht gemeint. So, Zusammenfassung der aktuellen Wettbewerbe gelten Financial Fair Play Vorschriften. Das heißt, wir dürfen maximal 26 Millionen investieren in dem Verein. Tja, und dann geht's los mit dem Taktikbriefing. Ich glaube, das Spiel kriegen wir heute nicht mehr hin bei 52 Minuten Video. Alter, ich wollte heute spielen. Wir halten ein Briefing ab. Die Stimmung im Raum ist ziemlich gut. Die meisten Spieler schauen aufmerksam rein. Das ist schön, weil ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir könnten Spiele anweisen, wir könnten gegnerische Anweisungen geben, wir könnten Spiele Kader anschauen, wir könnten Matchpläne aufrufen. Taktik. Ich denke, unser wird heute am besten funktionieren. Ja, wir haben kein anderes. Das Schöne ist, hier sind Dinge grün markiert, wo ich denke, dass die mit der Taktik zu tun haben. Das heißt, dass die Taktik diese Dinge vorgibt, wo ich dann sage, wir wollen so spielen und mit einem geringen Tempo spielen. Was jetzt? Achso, muss ich das noch auswählen? Und ja, das ist praktisch zu dieser Formation, die wir dann schon haben. Gegnerische Anweisungen, weiß ich nicht, ob wir da noch groß was geben müssen. Da klicke ich drauf, passiert nichts, okay. Und Pläne haben wir auch keine. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir dann die Sitzung mit diesen zwei Ansagen. Dann gibt es nochmal eine Trainingseinheit. Dann fahren wir rüber. Teams unter der Lupe, das ist immer interessant, interessiert mich aber kaum, weil sehen wir, wenn es soweit ist. Kann ja auch viel passieren, Transferfenster ist ja noch offen. Zusammenfassung der Ratschläge vom Mitarbeiterstab. Wir haben derzeit keinen U23-Trainer. Doch, wir haben einen, der trainiert nur die erste Mannschaft, weil die U23, die hat ja eventuell gar keinen Spielplan. Wollen wir die Mitarbeiter? Ich war der festen Überzeugung, wir hätten einen U23-Trainer. Der bei uns mittrainiert, also
hier die Leute trainiert. Da ist doch U23 Fitnesstrainer, da habe ich doch U23 Torwarttrainer. U23 Trainer, da haben wir doch Kevin O'Connor, U23 Trainer. Also wir haben einen. Das verstehe ich nicht. Kevin O'Connor steht hier auch nicht mit drauf. Wo haben wir hier Assistenztrainer? Da haben wir doch einen Trainerstab. Einschließlich U23-Trainer. Also die Aussage verstehe ich nicht, dass wir... Ach, wir haben keinen Co-Trainer. Keinen U23-Co-Trainer. Ja bitte, ey, wir sind hier nicht... wir sind hier nicht Arsenal oder Manchester City. Haben wir halt keinen. So, da kommen jede Menge Begegnungen. Dann kommt Spielervorschau. Jetzt könnten wir unsere Aufstellung machen. Aber damit geht's in der nächsten Folge dann direkt los. Wir haben es endlich geschafft. Wir kommen zu den Spielen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal nicht wieder so viel Neues gelernt habe, dass ich wieder die Mannschaft umbaue, weil so langsam reicht's. Ich will endlich mal spielen, endlich mal ein Spiel sehen von dieser Mannschaft, um zu gucken, was abgeht. Übrigens, weil ich gefragt habe wegen starker Rangliste. Hier rauf gehen. Europa, England. Skybet Championship auswählen. Hier hinten hinklicken. Regeln. Da können wir alle Regeln sehen, auch was es an Preisgelder gibt. Also wir kriegen zum Beispiel nur Preisgeld, wenn wir Platz 1 oder Platz 2 werden, weil die Liga halt sehr niedrig ist, glaube ich. Drei steigen auf. Aber ich habe doch irgendwo gesehen, Saisonvorschau, hier haben wir es. Hier haben wir nämlich die Wettquoten. Und da stehen wir mit 17, mit einer 17er Wettquote auf Platz 12 von 24. Das heißt, das kann man hier einsehen. Hier kannst du wirklich alles sehen. Also das Profil von der Liga, die Saisonvorschau mit den Wetten, eine Übersicht über die Clubs, die drin sind. Kannst hier Statistiken abrufen über das Regelwerk, wie lange die Saison geht. Ja, Transfers, wie die ablaufen hier, also das kann man sich alles, das Financial Fair Play, das kann man sich alles durchlesen, die Stadionkapazitäten, die Größe vom Rasen, kannst du, glaube ich, auch noch irgendwo festlegen, also das ist sehr umfangreich, hier haben wir es zum Beispiel, das sind die Größen, Verhältnisse der Stadien, da müssten wir mal gucken, wir haben ein kleines Stadion, also einen kleinen Rasen, wir haben nämlich nur 100 Meter Länge und 66 Meter Breite und so ein Aston Villa, die haben 105 und 67. Das heißt, da haben die nochmal 5 Zentimeter, also 5 Meter mehr, um außenrum zu laufen. Ja? Also von der Breite her sind sie ein bisschen breiter, von der Länge sind sie ein bisschen länger. Das kommt der Weite des Spiels zugute. Ja, bei uns ist es ein bisschen gedrückter, das heißt, da rennen die ins Aus, wenn die entsprechend weit ausholen. Es ist auch in echt so, dass nicht jeder Sportplatz gleich groß ist. Es gibt da eine Regel, in welchem Rahmen sich das bewegen muss. Aber die sind nicht alle gleich groß. So, Terminplan, Schlagzeilen, Statistiken, hier Teamübersichten. Transfers in unserer Liga, Auszeichnungsträger, wer da was zu sagen hat und Rekorde. Hier, Leicester City, siebenmaliger Rekordsieger. Wie ist das hier eigentlich geregelt mit dem Aufstieg? Also die ersten zwei steigen auf. Die Tabellenplätze 3 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs. Das heißt, wenn du Sechster wirst, spielst du ein Playoff um einen Aufstieg. Sehe ich das richtig? Und die letzten drei der Tabelle steigen ab. Na, das wollen wir natürlich nicht.
Ja, also da kann man viel lesen. Das wollte ich nochmal zeigen, dass es das hier auch gibt. Hier oben drüber kann man sich das alles aufrufen und kann dann hier die Regelwerke lesen, die Stärken lesen. Ja, zum Beispiel hier, dass Kloppo mit Liverpool auf Platz 2 gewertet wird hinter Manchester City für den Meistertitel in dieser Saison. Und Arsenal ist auf Platz 6. Das erklärt, warum ich mit BVB Arsenal 5:1 weggepustet habe. Ja, aber wie man sieht, also man kann hier sehr viele Statistiken einsehen. Und da habe ich ja gefragt, wo sieht man hier eine Stärkerangliste? Und dann kam mir als Antwort, es gibt keine. Doch, gibt's. Die wird nur in Quote ausgedrückt und ist hier oben drüber zu finden. So, aber das soll es gewesen sein. Schon wieder eine Stunde. Mein lieber Mann. Ich bin raus, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und morgen sehen wir es zum ersten Mal. Bewegtbild und Spieler, die über den Platz rennen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hier alles in den Griff kriegen und dass das Ganze hier doch produktiv und erfolgreich weitergeht. Ja, dieses Let's Play, weil also ich finde das immer schlimm, wenn nach der zweiten Folge, wenn ich in der ersten Folge schon sage, dass ich keine Ahnung habe von dem Spiel, dass in der zweiten Folge Leute drunter schreiben, Alter, du hast ja keine Ahnung, lass es bleiben. Das finde ich erschreckend. Man gibt dir noch nicht mal die Chance reinzukommen. Produktive Tipps habe ich von einigen bekommen und dafür bin ich sehr dankbar, weil damit meine Entwicklung noch schneller vorangeht. Dinge, die ich zum Beispiel nicht gedacht hätte, oder dass die anders laufen, kriege ich einen Kommentar zu, kann daraus was lernen. Aber was soll mir so ein Kommentar bringen wie lass es bleiben? Daraus kann ich nichts lernen. Das ist einfach nur demotivierend und es zeigt, dass dieser Mensch in seinem Leben scheinbar noch nie einen Fehler gemacht hat, weil er ist perfekt auf die Welt gekommen. Und so Leute liebe ich besonders. Ja, weil ich meine, du kannst nur aus Fehlern lernen. Ohne Fehler kein Lernen. Das heißt, er ist super klug auf die Welt gekommen, weil er macht ja keine Fehler, weil er ist ja perfekt. Oder er ist super dumm auf die Welt gekommen, weil er nichts dazu lernt, weil er ja perfekt ist. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie man das Ganze sieht. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.